Ich bin nicht beweglich genug für den Golfschwung. Das höre ich ganz häufig, aber das ist Quatsch. Probiere diese drei Dinge, um dich voll aufdrehen zu können. Nummer 1. Achte darauf, dass du deine Füße leicht nach außen drehst. Das wird dir schon mal helfen, dich weiter aufzudrehen. Punkt Nummer 2. Achte darauf, dass im Ausholen dein rechtes Bein leicht in die Streckung kommt. Das geht ganz einfach. Schläge an die Oberschenkel platzieren, rechte Hand nach hinten rotieren und jetzt wirst du schon deutlich weiter aufdrehen können. Punkt Nummer 3 ist, dass häufig das Brustbein viel zu weit unten bleibt und dann sieht der Golfschwung viel zu kurz aus und das Ganze ist auch nicht funktional. Platziere deinen Schläger direkt ans Brustbein, geh jetzt ins Setup und jetzt versuche, dass dein Brustbein, wenn du dich voll aufdrehst, eher leicht nach oben in den Himmel zeigt. Diese drei Dinge, das rechte Bein zu strecken, die Füße ordentlich zu positionieren und dass das Brustbein leicht nach oben zeigt, wird dir helfen, dich definitiv wieder weiter aufdrehen zu können.